Ja, guten Morgen zusammen. Samstagmorgen, 7 Uhr. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Die Grundgestelle stehen mittlerweile hier im Keller bei mir. Und ich fange gerade an, das Ganze mit Klarlack für Möbel einmal zu versiegeln. Dadurch ist es dann feuchtigkeitsbeständiger. Und man kann es auch mal abwischen, wenn irgendwo nachher ein Kaffeerand oder sonst irgendwie was ist. Jetzt hier beim Pinseln, weiß ich nicht, ob ihr da unbedingt bei bleiben wollt. Das Ganze läuft so. Ihr kennt, wie man pinselt. Gehe ich mal von aus. Ich ziehe das hier so rüber, verteile das großflächig und auch ruhig ein bisschen dicker. Das schadet ja nicht. Das werde ich jetzt mit allen Sachen machen von meiner Grundkonstruktion. Und danach dann den Linoleumboden im Fahrzeug einbauen, danach die Möbel und dann sieht das Ganze heute, hoffe ich, schon mal spruchreifer aus. Hier stehen noch so ein paar Sachen, die ich zugeschnitten habe und gleich alle noch streichen und verarbeiten will, weil das alles noch Elemente sind, die mit verbaut werden müssen. Ich hoffe, das Ganze passt von den Lichtverhältnissen, gerade mit dem Film hier. Es sieht ein bisschen dunkel aus, aber ist halt Keller. Ja, ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen. Wie gesagt, mit dem Licht ist jetzt hier nicht so prickelnd, aber ich habe den Arbeitsscheinwerfer in der Garage und wollte ihn deswegen nicht extra holen. Zum Streichen ist es hell genug. Ich habe jetzt hier diverse einzelne Bretter, die ich mit dem Klarlack lackiert habe. Die beiden Unterkonstruktionen für die Betten, die Arbeitsplatte, die über den Stauraum kommt an der Ladebordwand, oder Bordladewand heißt es, an der Trennwand zur Kabine vorne halt. Den Großteil streiche ich nur ein- oder zweimal, aber die Arbeitsflächen und die Tische werde ich definitiv öfter streichen, damit eine richtig schöne, satte Schicht drauf ist, damit es auch gut geschützt ist. Ja, wie versprochen geht es jetzt raus und zum Verlegen des Linoleums. So lange kann das Ganze hier trocknen. Ja, wie versprochen, jetzt bin ich draußen. Es scheint heute mal ein guter Tag zu werden. Und werde hier jetzt meinen Linoleumboden rein kleben, mehr oder weniger. Ich habe überall dieses doppelseitige Klebeband gemacht. Vielleicht ein bisschen großzügig, aber es soll ja auch halten für längere Zeit. Also, Boden holen und anfangen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe diese Folie von dem doppelseitigen Klebeband entfernt, soweit wie ich das erstmal befestigen möchte, um das Ganze gerade einzubauen. Nächster Schritt geschafft. Jetzt sieht es doch schon deutlich wohnlicher aus. Also das gute Vorbereiten mit dem doppelseitigen Klebeband zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich hatte da den Linoleum jetzt vorgeschnitten, ohne Klebeband, klar, nochmal rausgenommen und jetzt ordentlich verlegt. Wie ihr seht, habe ich sogar hier hinten über die Ladekante das Ganze drüber gehen lassen. Da bin ich mir aber noch nicht schlüssig, ob ich das so lasse oder nicht. Je nachdem, ob ich einen vernünftigen Abschluss hier hinkriege oder auch nicht. Da werde ich wahrscheinlich ein Aluprofil draufsetzen, um das Ganze gut zu fixieren. Und dass da keine Feuchtigkeit hinterkommt. Das gleiche natürlich an dem vorderen Einstieg. Ja, jetzt gucke ich wieder, wie weit die Möbel sind. Ob die schon trocken sind. Glaube ich nicht. Wenn nicht, muss ich da noch ein bisschen warten und dann werden die Grundgestelle schon mal eingesetzt. Das erste Teil steht drinne, noch nicht verschraubt, aber es steht. Jetzt folgen die nächsten. Stauraum und Küchenbereich links steht. Das ist der Stauraum von der Küche und Arbeitsplatte rechts. Und die zweite Sitz- bzw. Schlafbank ist auch drin. Jetzt noch die Arbeitsplatten da hinten an den Küchenblock dran. Und dann kann alles nachher am Boden verankert werden und dann kommen die Feinarbeiten. So sieht das Ganze jetzt eingebaut aus. Es ist alles fest mit Winkeln. Das werden die Stauräume auf der Seite genauso. Da vorne, das wird Arbeitsfläche,
wofür auch immer, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hier ist nochmal so ein Tisch zum Ausklappen, damit wir draußen kochen können. Das Ganze ist da fixiert, schön mit diesen Klappscharnieren. Ja, es ist soweit alles fest. Jetzt muss ich wieder messen, um zu wissen, welches Material ich hole bezüglich der Staufächer hier vorne. Da vorne überlege ich, ob ich das irgendwie mit einer Schiebetür mache, weil man sonst nur so von der Seite hier rein könnte. Und ich den Raum doch eigentlich gut nutzen möchte noch. Aber das ergibt sich gleich beim Messen. Ja, so kann es aussehen. 4 Stunden später, von Streichen bis Einbau, schon recht gut für heute. Jetzt noch ein bisschen messen, dann gibt es was zu essen und danach Material besorgen. So sieht's aus für heute. Und so bleibt es auch. Ich habe jetzt noch Material geholt, werde das Ganze erstmal streichen, dass es zumindest diesen 1 oder 2 Schichten Klarlack hat. Und dann wahrscheinlich morgen am Sonntag noch ein bisschen weitermachen, weil nur das Schrauben macht ja keinen Lärm. Jo, das war's. Macht's gut. Euer Markus.